Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aquaria. Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, das ist die Challenge Simon Says. Die muss man bestehen und das werden wir jetzt einfach noch mal ein paar Mal ausprobieren, aber nicht zu lange. Ich will das jetzt nicht irgendwie die ganze Folge lang machen. Wenn ich jetzt nach dem dritten, vierten Mal das Ganze nicht schaffe, werde ich es trotzdem weiter versuchen, aber das Ganze dann einfach rausschneiden und euch nur noch das Ergebnis zeigen, ne? Damit es halt weitergeht. Also, los geht's! Ja, Lee, der stört jetzt gerade. So, ich bin ihn los, oder? Ja. So, Simon? Ich mag das nicht. Weil die bewegt sich dann, sobald er an ihr dran klettert. So. Na, wieso denn? Ah. Okay. Nein, nein, so. Ich wusste es doch. Na, das kann doch nicht sein, dass ich mir vier Töne nicht merken kann. So. Ja, ja. So. Düt. Düt, düt. Düt, düt, düt. Zu lange. So. Mann, Mann, Mann. Ganz ruhig bleiben.
Ja. Geschafft. Nach etlichen Versuchen geschafft. So, was haben wir da? The power to cook with 3 slots at any time. Ja, was haben wir also geschafft durch diese Challenge? Deshalb ist sie komplett optional. Also wer keine Lust hat, sich das anzutun, muss es nicht. Ja, ist ja gut. Wir haben jetzt hier diesen Slot frei. Normalerweise können wir ja nur mit diesen beiden kochen. Jetzt haben wir den frei. Jetzt können wir also Rezepte mit 3 Zutaten kochen. Und zwar immer und überall. Wir könnten uns zum Beispiel so eine Spider Roll können wir uns sowieso machen. Aber hier, Spicy Roll. Genau. Wir machen uns mal ein paar Spicy Rolls. Und zwar, was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Blatt. Und wir brauchen ein bisschen Öl. Und Spicy Meat, richtig? Haha! So, das reicht fürs Erste, würde ich sagen. Da haben wir 6 Stück. Sind wir in den Kämpfen wieder ein bisschen besser drauf. Also ich finde es gut, diese Challenge zu machen. Sie ist ja auch nicht wirklich schwer. Man hat unendlich viele Versuche. Und man kriegt diesen 3. Slot. Ne? Man kann ein bisschen sein Gehirn auch testen. So, einmal kurz auf die Karte geschaut. Wir haben jetzt eigentlich alles geschafft, was wir hier oben schaffen wollten und schaffen können. Ich bin der Meinung, es ist nichts mehr übrig. Hundertprozentig sicher bin ich mir allerdings nicht. Ich will mal kurz einfach mal so durchgucken. Ich denke, hier ist wirklich nichts mehr. Alles soweit erledigt. Gut, dann machen wir dieses Stück hier zu Ende jetzt. Und danach, ja, das Gebiet, das hier folgen wird. So, liebe Schildkröte, bring uns mal zurück. Dieses Gebiet, wo wir eben waren, das erreicht man übrigens auch nur über diese Schildkröte. Einzig und allein. Alle anderen Schildkröten machen ja ihre kleine Rundfahrt. Und diese Schildkröte macht nur zwischen dem geheimen Ort und hier. Ein bisschen Turtle Meat. Das kriegt man ja, glaube ich, auch nicht so häufig, oder?
Ja, abspeichern wäre auch keine schlechte Idee, mal wieder. Feuer frei, meine Freunde. Gebt alles, was geht. Pow, 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 pow. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durch muss, aber... ja, mehr oder weniger schon. Ich möchte einmal kurz das hier erkunden. Und dann gehen wir aber auf jeden Fall nach links. So, und wer feuert hier mit so riesen Feuerbällen? Ist doch hier bestimmt dieses kleine Alien. Das Ding. Ja, genau. Du, mein Freund. Ah, wer ist das denn? Ich erinnere mich gar nicht mehr an diese Dinger. Kann man die überhaupt töten? Man kann. Bekommt man etwas? Naja. Bisschen Leben. So, sonst ist hier nichts. So, da wollen wir noch nicht hin. Boah, noch einer von denen. Ja, die Gegner werden gemeiner und die, ja, Projektile, die sie verschießen, werden auch immer genauer. So, okay, da wollen wir nicht hin. Bevor es weiter nach unten geht, geht's, upala, geht's erstmal nach links. Ja, da wir das erkundet haben, würde ich sagen, geht's hier nach links. Dann haben wir die ganze Karte.
So, ich würde sagen, neue Karte, neues Glück. Was uns hier erwartet, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Diese Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.